So, dann gucken wir mal. Was überrannt vor allen Dingen? Ich kann es aber sein lassen. Ich hab deine Kontrolle, ich hab mir nicht Kontrolle. Wie viel denn noch? Ausbruch hat mir gefallen. Ja, gleich da. Da oben ist er. Hallo. Sorry, hat länger gedauert. Ja, ach nee. Du hättest wohl Hilfe gebraucht. Jetzt bleibe ich aber bei dir. Lass uns Mossman suchen. Hilfe ist nicht wirklich ein Ausdruck. Mein schöner. Komm schon. So. Ich kruspe jetzt mal so ein bisschen hier, weil ich mir jetzt zum Milchbecher nochmal nehme. Wir sind bei ein paar Folgen. Na, dann schicke ich ihn mal. So.
Noch Fragen hier? Ihr spinnt wohl, ihr Licht auszumachen hier. Blöden Trottel, die. Alex? Hallo? Du bist schon vorher ran, du Blöcke, ne? Toll, noch eine Sicherheitsstation. Ja, ja. Okay, Mausmann, wo bist du? Na, hier gefunden. Hab sie. Schön. Ha, hab dich jetzt. Oha. Jetzt mach hin, Gordon. Wir wollen sie nicht warten lassen. Tür? Na gut. Jetzt gibt's kein Zurück. Ich will nicht zurück. Da ist sie. Lass mich mit ihr reden, Gordon. Vielleicht kommen wir nur mit ihr raus. Ja, mach mal, rede mal. Hallo? Gott sei Dank ist jemand. Alex? Nö. Gordon, wie sind wir hier reingekommen? Wir wissen alles über dich. Was? Du warst die ganze Zeit Spion der Combine. Verdammt! Weg da, Mossman! Wir kommen rein! Alex, egal was du denkst, ich schwöre, ich wollte nur deinen Vater schützen. Ruhe! Sei froh, dass du uns noch nützen kannst! Wir polen den Teleporter um und verschwinden sofort von hier. Siehst du? Wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich habe den Modulator schon für einen Zen-Relais programmiert. Sie stahlen Dads Arbeit. Es ist auch meine Arbeit. Ich musste Dr. Breen außerdem zeigen, dass dein Vater unersetzlich war zum weiteren Fortführen dieser Forschung. Das ist jetzt genug Blödsinn! Dagon, das Dad, ich hol ihn jetzt rein. Ihr habt Eli? An dir lag's nicht. Einfach die Koordinaten für Dr. Kleiners Labor angeben und dann los. Dazu bräuchten wir Zutritt zur Teleporter-Plattform, aber wir sind ausgesperrt. Ich kümmere mich drum. Also los jetzt. Naja. Oh mein Gott. Und du hast damit gearbeitet? Wie lang schon? Scheint, als erwarte es uns. Die Combine nutzen ein eigenes Impulsnetzwerk mit sehr langer Startzeit. Das Aufladen dauert ziemlich lange. Schön vorgeblüht für uns. Gut. Gerade rechtzeitig. Da, hier unten! Hallo. Hat leider etwas gedauert. Ist trotzdem alles okay? Denk nicht an mich, mein Schatz. Judith. Wie ich sehe, bist du frei? Eigentlich nicht. Eli! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Die Koordinaten, Dr. Mossman. Ach, toll. Das Combine-Portal. Kleiner als ich gedacht hätte. Schnell, Dr. Mossman. Dr. Kleiner. Ja, Alex, wo bist du? Wir sind in Nova Prospect und führen die Zen-Emulation zum ersten Mal durch. Gut, mein Vater geht zuerst durch. Er ist bereit für... Ach, toll. Was ist das? Moment, das muss wieder runter. Hey, was? Nein, stopp! Was soll das? Es tut mir leid, Alex. Es geht nicht anders. Nein. Ich hätte ihr voll schon eine coole Kopf sagen sollen. Was ist los? Dad! Nein! Was geht hier vor? Thank you.
Koordinaten sind das? Wo hat sie ihn hingebracht? Gib Deckung, sagt sie. Ja. Das ist etwas hektisch jetzt gerade hier. Ich bin deswegen schweige gerade so ein bisschen, weil ich mir gerade ein bisschen konzentriert bin. Nimm's mir nicht übel. Aber das ist halt doch nicht einfach. Oh. Oh. Aber fuck it. Das war jetzt zu viel. Der Anfang lief gut, aber der Ende lief. War scheiße. Huch. Ja, ich weiß. So. Räumen's. Immer was Neues. Lass die Türme aktiv. Bemühe mich ja. Oops. Ja, ach nö. Aua, ich bin ganz dringend grün. Ja, es hat noch Windows 98. Aua. Oh, fuck it. Der Schuss war echt böse, ja, der letzte. Okay, aber das kriegen wir hin. So.
Ja, ich weiß. Tür ist noch zu, das ist in Ordnung. Alter! Oh, Kackvogel! Nur halb. Wir haben keine paar Sekunden, Alex. Oh Mann, geschafft. Jetzt nicht viel weg von hier. Okay, Doc. Ziel erfasst. Naja, toll. Kurz vor Ende. Du, das ist nicht meine Schuld, dass sie herumgefahren sind. Sehr schön. Hat nochmal zu viel gekriegt, ja? Na gut. Ne, von da oder nicht? Ja, Windows 3.1, sag ich mal, sagt.
nicht viel weg von hier. Diese Werte machen mir Angst. Okay, Doc, Ziel erfasst. Ich kann wohl ankommen, kaum erwarten. Auf jetzt, Gordon! Weiter! Ja. Ich bin schon da. Na, guck einer an. Wo ist Dr. Kleiner? Dr. Kleiner, wir müssen raus. Alex? Gordon? Meine Lamar, hallo. Wie seid ihr hier gekommen und wann? Was ist los? Meine Liebe, ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Ich hatte Angst, dass wir es auch nicht schaffen. Ja, auch nicht. Der Teleporter ging wohl gerade hoch, als wir ihn benutzten. Ganz recht. Die Erschütterungen konnte man meilenweit spüren. Aber das war vor einer Woche. Moment, was? Was soll das heißen? Gordon und ich waren doch gerade noch dort. Faszinierend. Unser Teleporter ist anscheinend sehr langsam. Das ermöglicht uns ja einen völlig neuen Ansatz. Eine Woche? Was haben wir verpasst? Eine ganze Menge, mein Junge. Die Aktion bei Nova Prospect wurde als Signal zum Beginn des Aufstands verstanden. Aber was ist mit Vater? Nun, es sieht nicht gut aus. Doch des Ostdorns ist er in der Zitadelle eingesperrt. Wir holen meinen Vater raus. Barney führt einen Vorstoß mit genau diesem Ziel an. Und noch jemand kam vor einigen Tagen hier an. Doc, hast es geschafft. Braver Doc. Oh. Na, seht ihr? Es besteht doch Hoffnung. Optimist möchte ich auch sein, Doktor. Doc, komm, hörst du mich? Hey, Doc, hörst du mich? Ja, Barney, und ich bin nicht mehr allein. Alex und Gordon sind gerade angekommen. Oh Mann, gute Nachrichten. Ich hatte schon aufgegeben. Wir wollen eine Basis für einen Angriff auf die Zitadelle einrichten. Gordon und Doc kommen zu dir. Ich möchte Dr. Kleiner erst in Sicherheit bringen. Dann treffen wir uns. Jede Hilfe ist willkommen. Verdammt, Kopf runter! Geh zu, mach weiter! Okay. Okay, Gordon, hast ihn gehört. Wir sehen uns, sobald ich mich um Dr. Kleiner gekümmert habe. Einen Moment. Ich muss Lamar mitnehmen. Oh nein. Sie nur wieder. Ah, diese komische Krabbe. Geh schon, Gordon. Ich kümmere mich darum. Du kommst mit mir, ne? Gordon, pass auf dich auf, ja? Na klar. Hab bei den Großen dabei. Dr. Kleiner, du hast keine Zeit. Eine Kopfkappe bekommen Sie immer wieder. Es ist wirklich nicht davon. Muss ich da runter? Scheint so, ne? Na gut. Ein Staub hier, mein Großer. Doc, mach mal Platz bitte. Dankeschön. Oh, oh. Ja, fein gemacht, Junge.
schönen Dank. Dankeschön. Was mit? Doch. Ich sehe hier nichts. Aber ich denke mal, ich muss hier hinten lang. Na gut, lade Daten. Es wurde auch Zeit. Ja, warum? Wo kommt ihr jetzt her? Gibt's hier wen? Ja, ich muss mal umgucken kurz noch hier, bevor wir abhauen. Aus dem Haus kommen wir gerade. Oh, erinnert ihr euch am Anfang, als wir das mit dem rumgespielt haben? No. Ich glaube, hier kamen wir doch her, als wir angefangen hatten, ne? Weil es jetzt hier diese komische Metallwand ist. Dr. Freeman, haben wir endlich eine Möglichkeit. Jungs, Mädels, also ich bin ja geehrt, ne? Aber ich kann natürlich nicht auf mich selbst aufpassen, sind das euch, oder? Wir tun alles, um zu helfen, Doc. Na ja, dann gucken wir mal, ne? Ich weiß gerade nicht, wohin müssen. Wo sollen wir hin, Dr. Freeman? Wo wir hier reinnehmen, ne? Ja, Moment. Euer Freeman weiß mir gerade nicht, wohin muss. Da kommen wir her. Aha. Ich sag euch gleich, ne? Es könnte sein, dass einer von euch drauf geht. Immer nachladen. Meistens wird es der Schwarze sein wahrscheinlich. Nein, Entschuldigung, ich keine rassistischen Witze von mir. Nein, tut mir leid. Das war jetzt keine Absicht von mir. Das tut mir leid. Also ich würde jetzt da nicht rassistisch sein. Verzeihung. Gut. Ja. Pass auf die Hüpfer auf, die sind überall. Hüpfer? Ach, die Jungs! Ah, oh, Moment.
Eddie, vor dir! Nicht die Hüpfer, Dr. Freeman! Sie sind sehr gut gegen die Combine! Ja, ich mag aber ungern darauf treten, mein Freund. Ups. Wenn die Hüpfer ausgegraben werden, ohne hochzugehen, kann man sie überall neu legen. Platz da. Sorry. Hüpfer sind sowas wie Minen, aber die sind echt, ich finde die auch praktisch. Was sind die? Habt ihr jetzt gerade meinen Hüpfer ausgelöst, ihr Trottel ihr? Ups. Hallo. Na, aber sicher, Doc. Ganz genau, Doc. Genau. So? Scheiß Teil. So. Halt. Kümmert ihr euch mal um die Kopfkrabben? Ich kümmere mich mal um den Loot, ne? Ja. Au. Muss nachladen. Hier ist ein Medikit. Sehr freundlich. Das bringt so viel, wenn ihr aufschießt? Naja, bitteschön, wie meint. So? Aha. Thank you.
Ist mehr zu sagen? Nee, ne? So. Oh, ich bin über Zeit gerade. Ja, wir machen gleich weiter mit dir. Rollen. Lalalala. So. Und mit diesem bisschen. Hörst du mal auf, wenn ich gerade abmoderation machen will. Mit diesem bisschen Häuserkrampf hier machen wir demnächst weiter. Nächste Folge im nächsten Let's Play zu Half-Life 2. Bis dahin, ciao, euer Razzi.